Hallo ihr Menschen, was geht? Ihr habt euch gewünscht, dass wir noch eine Folge mit Fakten über Sex machen und deswegen gibt es heute wieder 20 Fakten über Sex, Teil 2. Deswegen würde ich sagen, schön, dass ihr da seid, los geht's. Der Begriff Fetisch kommt eigentlich ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Zaubermittel. Man kann davon ausgehen, dass etwa 6% der Menschen sexsüchtig sind. Was? Das Prozentzeichen sah gerade aus wie zwei Brüste mit einem Tragegurt dazwischen. Ein Orgasmus bei Menschen stimuliert dieselben Hirnareale wie Heroin. Das bedeutet, man soll mehr vögeln und keine Drogen nehmen. Zählt man jede kleinste Bewegung zusammen, dann hüpft die Brust einer Frau beim Joggen von einem Kilometer etwa 84 Meter in die Höhe. Im Altertum glaubte man, dass der Geruch von Jungfrauen heilende Kräfte hat. Man nannte diese Heilmethode Tsunamitismus. Heutzutage glaubt man eher, dass man einen Grund gesucht hat, um vor der Ehe schon vögeln zu können. Das Kluver-Bucy-Syndrom bezeichnet eine Störung im Schläfen- oder Stirnlappen im Gehirn. Daraus resultiert eine krasse sexuelle Enthemmung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, man kriegt das nur, wenn man einen ziemlich krassen Unfall hatte. Gerade mal 1% der Leute, die Pornos schauen, werden auch pornosüchtig. Gerade mal 250 Millionen Menschen haben jeden Tag Sex. Das ist jeder 30. Am 22.09. wählt Clemens Alive. Für mehr Sex. Jeder vierte Mensch hat schon mal versucht, sich selbst oral zu befriedigen. Schämt euch. Bergaffenmännchen mögen Sex nur, wenn er laut ist. Schreit das Weibchen, dann kommt der Mann zu ungefähr 60% zum Orgasmus. Zwischen 8 und 9 Uhr morgens hat man die meisten Sexualhormone im Körper. Ist da nicht irgendwo eine große Pause dazwischen? Die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt empfing ihre Lover am liebsten immer im Sarg. Zu viel Vampire Diaries geguckt oder was? Warte, kam nicht auch das Wort Fetisch aus Frankreich? Jeder vierte Mensch hatte schon mal Sex in einem Park. Genauso viele auch auf einer Party. Ihr Ficknudeln. 70% der Menschen drehen beim Küssen ihren Kopf nach rechts. Thomas Vogel kann in einer Minute 56 BHs öffnen. Das ist Weltrekord. Während eines Orgasmus atmen wir etwa 40 Mal pro Minute ein und aus. Laut Untersuchung geschehen 0,5% der tödlichen Herzinfarkte beim Poppen. Aus den Zellen einer einzigen Vorhaut kann man eine Haut züchten, die so groß ist wie mehrere Fußballfelder. Yay, Bar Mitzwa für alle. 92% der Frauen haben beim Küssen die Augen geschlossen. Bei Männern sind es gerade mal 50%. Männer, was da los? Und zum Abschluss jetzt noch ein paar geile Ortsnamen aus Deutschland. Busendorf. Fickmühlen. Geil. Hodenhagen. Kitzler. Möse. Petting. Poppenhausen. Scheidental. Titting. Tundenhausen. Vögelsen. Wixberg. Kleinharting. Und Großharting. Und das Schöne bei der Sache, rein statistisch müssten ein paar von euch aus genau diesen Ortschaften kommen. So Leute, jetzt seid ihr wieder schlauer. Wie hat es euch gefallen? Gebt mal einen Daumen hoch oder runter. Wenn ihr es geil fandet, dann schreibt mal sowas wie Clemens for President. Und yo, wenn ihr noch eine Folge wollt, dann lasst mich das wissen. Hier oben kommt jetzt noch zur letzten 20 Fakten über Sex Folge. Oder hier unten kommt ihr zum letzten Video. Das war eine Dr. Sommer Folge. Ist mega geil geworden, so wie ihr das sagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Folgt mir mal auf Facebook, Twitter und Instagram. Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung auch zu diesen Videos. Und bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao. Krebs dann.